Gerade einmal einen Tag nach Berichten über ihre Flucht aus dem Hausarrest in Russland probte Maria Alochina, die Frontfrau von Pussy Riot, bereits am Mittwochabend in Berlin für ein Antikriegskonzert der feministischen Punkband. Pussy Riot probte einen Song, in dem es um den Einmarsch Russlands in die Ukraine geht. Von den Opfern von Bucha bis zu den Z-Hakenkreuzen auf den Panzern, wie die Band es formuliert. Of course, that should be a tribunal again. Natürlich sollte es ein Tribunal gegen Putin oder die Armeegeneräle geben. Darüber hinaus muss es aber ein Nachdenken geben und ich habe keine Ahnung, wie das enden wird. Aber ohne ein Nachdenken in Russland hat das Land selbst kein Recht zu existieren, wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. In Russland sollte es eine Entnazifizierung geben, nicht in der Ukraine. Seit Beginn des Krieges haben fast 4 Millionen Menschen Russland verlassen. Sie wissen also über den Krieg Bescheid. Und die Russen protestieren gegen den Krieg. Es ist nur nicht so sichtbar von hier aus, weil der Fokus natürlich verständlicherweise auf der Ukraine liegt. Alochina sagte, sie habe zur Flucht eine im Internet gekaufte Uniform eines Lebensmittellieferanten getragen, um an der russischen Polizei vorbeizukommen, die vor ihrem Haus stationiert war. Трассы резали вязаные цветные шапки. Готовилась первая крупная демонстрация у стен Кремля.